Das Wawago ist ähnlich vom wie das Pedaler aufgebaut, allerdings ist eine Seite zentrisch gelagert und eine Seite ist exzentrisch gelagert. Das heißt, es geht wie beim Gehen auf und ab von der Bewegung her. Aufgabe 1, so draufstehen, dass die Fußspitzen vorne bündig sind. Zunächst mal hier. So, und jetzt vorwärts fahren, Blick nach vorne gerichtet. Stopp. Rückwärts. Leicht in die Knie gehen, 5 Grad Neigung. Blick nach vorne. Mit den Armen mitgehen. Fließender Übergang der Belastung von links nach rechts. Gut, stopp. Jetzt gehst du mal runter, leicht in die Hocke. Bleib drauf auf dem Gerät. Genau, weiter runter, noch ein Stückchen runter und fährst du wieder. Blick nach vorne, mit den Armen mitgehen. Okay, stopp. Jetzt steigst du ab. Absteigen, drehst dich und wiederum vorne drauf. Jetzt geht die Ferse auf und ab. Eine andere Bewegungsform. Ferse geht auf und ab. Versuche auch hier einen Rhythmus aufzunehmen. Genau, super. Okay. Gehst du runter. Auf die Seite rüber. So, wir klappen eine Seite um, haben jetzt eine Schrittstellung drin. Einmal geht die Ferse auf und ab, einmal geht die Fußspitze auf und ab. Ein völlig neues Bewegungsgefühl. Auch hier wichtig, langsam belasten, entlasten, zwischen links und rechts, zwischen Ferse und Vorfuß. Auch hier mit den Armen ein bisschen mitgehen. Okay. So, absteigen. Das war rechts dominant, jetzt machen wir links dominant vorne. Und zurückfahren. Gleiche Übung. Blick nach vorne nicht vergessen. Okay, reicht. So, folgendes. Aufs Gerät draufsteigen, dass die Fußspitzen vorne bündig sind. Immer mit dem tiefsten Brett beginnend. So, nach Blick nach vorne, in der Bewegung mit den Armen mitgehen und losfahren. Fußspitze ist aktiv. Jawohl. Und zurück, rückwärts fahren. Ja. Versuche immer den Fußplan auf dem Brett aufzusetzen. Nicht die Ferse abheben. Blick nach vorne. Nochmals. Okay. So, wir drehen das Gerät. Vorhin war es die Fußspitze, die auf und ab ging, jetzt geht die Ferse auf und ab. Achte darauf, dass der Fuß immer plan aufsitzt und dass nicht die Ferse abhebst. So, Arme mitnehmen. Wichtig, so diesen fließenden Lastwechsel vorzunehmen. Arme mitnehmen mehr. Okay. Rückwärts. Gut. So, jetzt versuchen wir es nochmals. Bleib drauf auf dem Gerät. Leicht in die Hocke gehen. Somit bekommen wir mehr Vorspannung. Und fährst du nochmals.
Weiter runter in die Hocke, noch tiefer. Noch ein Stückchen tiefer. Das Gewicht nicht nach vorne verlagern, immer über den Schwerpunkt bleiben. Okay. Gut. Gehst du runter? So, machen wir nochmals die Übung in der Schrittstellung. Rechts dominant vorne. Jetzt hast du einen permanenten Wechsel drin zwischen Vorfuß und Ferse und das Ganze jetzt immer übergebend links, rechts. Blick nach vorne. Okay. Aufgefallen ist mir, du hast immer die linke Ferse weggenommen. Ja, rechts standst du immer plan. Immer drauf bleiben. So. Das gleiche nochmals links dominant. Achte darauf, dass die Ferse auf dem Boden bleibt. Blick nach vorne. Okay. Gut,